Willkommen zurück bei Let's Play Fable 3. Wir sind hier noch im Vagabundenlager unterwegs. War da gerade was? Hey, das ist ja der Lustige! Und versuchen noch einen Silberschlüssel sowie einen Zwerg zu finden. Schmuck, yippie! So. Die Frage ist, wo befinden sich die Sachen? Der Zwerg wird wieder Ihr relativ seid wirklich gut lustig. versteckt sein. Was haben wir Ihr hier? erinnert mich an einen alten Freund. Ah! Ah! Genau wie du. Wo ist er? Ah, da oben. Eure Waffe ist lächerlich. Sagt Tschüss. Wartet, ihr seid lächerlich, nicht witzig. So. Ein Zwerg weniger. Jetzt fehlt nur noch der Schlüssel. Wo uns Wuffel vielleicht behilflich sein könnte. Grabungsort. Ein Topas, okay. Hier ist scheinbar nichts. Ach, das dürfte ja das Cheflager sein, ne? Ja, wo ist denn? Hier hinter? Nee. Ach, ich bin ja auch blind. Danke, Wuffel. So, und damit können wir die Truhe da hinten öffnen. Jetzt haben wir ja genug Silberschlüssel. Da oben. Ihr stattet den Vagabunden also einen Besuch ab? Jetzt bellt er wieder. Was hat er denn jetzt wieder? Ja, Schatz. Wo? Jetzt sag nicht da oben, da war Seid ich gerade. gegrüßt. Ach, du bist doch doof. Gesundheitstrank. Naja, und dafür 5 Schlüssel. So, dann dürften wir hier ja alles erledigt haben, ne? Genau. Dann wäre jetzt noch im Mistpeak-Tal was offen. 6 Silberschlösser gibt's da. Ach du Gott. Und 7 Zwerge. Ich meine, aber dafür, dass es hier eigentlich noch so viele Orte gibt, habe ich das Gefühl, dass wir von den Zwergen her schon. Na gut, 5, 6, 7, 14, naja, okay. Da habe ich mich getäuscht. Da gibt es nichts mehr, aber ein Zwerg noch. Dann gehen wir erstmal dorthin. So, jetzt bloß noch den beleidigenden Worten folgen. Ich frage mich, ob man die Butzen hier auch kaufen kann. Aber wer möchte schon in einem Söldnerlager wohnen? Na, hier scheint keiner zu sein. Vielleicht sollte ich auch endlich mal ein anderes Kostüm irgendwie anziehen. Seit wann sind denn hier wieder Leute? Okay, hören tue ich auf jeden Fall niemanden bisher. Und wer seid Schenkt ihr? mir ein wenig Zeit. Ihr werdet es nicht. Die Welt verlässt sich auf große, starke Männer. Kennt ihr welche, gnädige Frau? War das jetzt wieder ein Zwerg oder war das ein normaler? Ich komme bald zum Tee vorbei. Dann schnapp ich mir eure Mutter! Das dürfte ein Zwerg sein, aber wo? Hatte auch mal einen. Mit Püree und Erbsen!
Ist er da? Nee, das ist eine Lampe. Oh, ich liebe Hunde. Am liebsten in einem Sack im Wasser. Ich sollte Vaters Bücher verkaufen. Ich kann sie eh nicht lesen. Wo kann der stecken? Ich mag am liebsten Musik, Sonnenschein und Liebe. Und Schmerz. Ich geb dir gleich Schmerz. Sobald ich dich abgeballert hab. Verzeiht, hättet ihr Zeit, euch zu verpissen? Ist er da oben? Ah, da oben ist er. Oh, aber ihr sollt doch so ein Spaßvogel sein. Oh, seht nur, der Hund. Sieht lecker aus. Das ist Krieg. Yeah. Ah, falsche Taste wieder. Apropos falsche Taste, ich gehe nochmal raus. Und kleide mich um. Ich habe den Vertrag mit eurem Versprechen an Sabine an die Wand gehängt. Das ist ja toll. An der Wand findet ihr Verträge, die eure Versprechen an die Menschen von Albion repräsentieren. Zum Beispiel seht ihr dort euren Vertrag mit Samuel. Schön, schön. Und wo ist jetzt mein alte Kluft? Ihr habt viele neue Kostüme. Das macht das Ankleiden leicht. Ich glaube, da bleibe ich dann erstmal bei der Söldnerkluft, auch wenn die ein bisschen, naja, ihr seht aus wie ein Bilderbuch-Söldner. Könnte damit zu tun haben, dass ihr so angezogen seid. Danke. So, mal wieder Kohle. Tja, das hat mir nicht gefallen. Erst Unternehmenkomplex, ja, Paketmännlich, komplexer habe ich auch schon. Hätte schlimmer sein. Ah, wieder falsche Taste, wie ich das hasse. So, hier haben wir alles. Dann gehen wir nochmal nach Breadwall, da können wir eigentlich auch nochmal zoomen. Wie? Ich wollte zoomen. Dann nicht, dann machen wir erstmal schnelle Reise. So, jetzt nochmal. Darf ich jetzt zoomen? Wieso macht er das nicht mehr? Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Ich bin ja auch doof. Entkommener Häftling. Hey. Seid gegrüßt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja. Eine erprobte Methode, Anhänger zu gewinnen, ist mit Leuten zu interagieren. Versucht es. Ihr werdet sicher Eindruck schinden. Pfeifen. Wow. Exzellent. Ich biete bares Geld für Dinge, die... Seid gegrüßt. Gut, wie ein wirklich guter Käse. Bringt mir irgendwie nichts mehr, aber ich bin jetzt gerade über... Ach so, für die falsche Wache, alles klar. Oh, hallo. Ihr könntet mir dabei helfen, die Straßen hier zu säubern. Es ist peinlich, aber es gab einige Gefängnisausbrüche und wir haben nicht genug Leute, um die Verbrecher zu verfolgen. Ich bezahle euch für eure Hilfe. Spürt sie auf und bringt sie zurück. Sie werden sich natürlich wehren, aber damit werdet ihr schon zurechtkommen. Das machen wir. Bringt mir, was ihr nicht mehr wollt. Ich kaufe es. Toll. Ich stehe in eurer Schuld. Also, bis ich euch bezahlt habe. So, dann gehen wir mal auf Verbrecherjagd. Lalalalalala. Nicht abhauen. Ups. Ich kann genauso gut mitkommen. Ja. Na gut, ihr habt mich. Gehen wir. Ein Verbrecher, der Hähnchen hält. Okay, och, was Neues. Na komm. Na, mach doch mal Platz hier. Die Stadtmauer hat uns jahrhundertelang Schutz geboten. Großartig.
Hallo. Bringt mich wieder ins Gefängnis. Na, aber das ändert nichts. Kommst du wohl mit? Etwas, was ich euch abkaufen kann? Bringt mich nicht zu den Wachen! Sie sperren mich wieder ein! Aha! Den nennt man auch den Grabscher. Er belästigt junge Frauen und deshalb sperren wir ihn ein. Ihr seid ein wahrer Diener des Volkes. Hier, eure Belohnung. Jetzt herrscht wieder Ruhe in Brightwall. Gut gemacht. Nichts? Wie? Nichts? Nichts, nichts? Das war jetzt sehr enttäuschend. Hier kommen wir wohl noch nicht rein. Okay. Was macht er denn hier? So, hier ist kein Schwimmplatz. Hallo. Hallo. Den hatten wir schon. Habt ihr die Whisky-Klinge probiert? Nein. So, richtige Taste. Ist das jetzt wieder das Rennen? Aber das haben wir doch schon gemacht. Das raff ich nicht. Nee, falsch. Ich habe doch schon gewettet und auch gewonnen. Wieso? Falsche Richtung, doch da lang. Wieso hat er das denn nicht genommen dann? Oder muss ich alle durchgenommen haben? Ja, jetzt macht er wieder nichts. Ach, herrlich. Kokok! Hallo. Dieser Horace ist ein komischer Kerl. Wollte sich an meine Frau ranmachen. Aber mit Hühnern kennt er sich echt aus. So, endlich. Ja, dann nehme ich jetzt alle mal durch, würde ich sagen. Imposant, würdevoll. Der Oberst ist der Gentleman der Rennbahn. Gäbe es auf... Rennen starten. Naja, haben wir wieder toll verloren, würde ich sagen. Ich glaube, unser war sogar... Nee, der letzte nicht, aber... Aufs Treppchen ist er nicht gekommen, glaube ich. Ja, ist okay. Oh, ich bin ruiniert! Ruiniert! Verdammte Hühner! Ups. Ihr habt noch ein Opfer gefordert. Ein Teil von mir wollte sie töten, um für Sicherheit zu sorgen. Und ein anderer Teil dachte, dass es sicher viel Spaß macht. Mr. Shuckles. Mr. Cluckles kommt aus einer langen Zuchtlinie von Hühnern, die wegen ihrer natürlichen Ausdauer, Wendigkeit und Showman-Qualitäten fürs Rennen geboren sind. Aber da... Und los geht's! Mr. Cluckles lässt die anderen Vögel im Staub stehen. Da stürmt Timmy an die erste Position. Perfekter Gentleman hin oder her. Als Läufer muss der Oberst hier aufholen. Recher zeigt keine Spuren von Ermüdung und gibt Gas. Hier fliegen die Federn, Herrschaften. Sind unsere Hühner... Endergebnis! Recher gewinnt! Oder ist das eine Endlos-Quest-Reihe hier? Ich glaube, das beende ich dann jetzt hier auch. Es ist okay zu verlieren. Mich stört, dass ich auf ein Huhn setzen kann, das nicht mal läuft. Ein Teil von mir wollte sie töten, um für Sicherheit zu sorgen. Und ein anderer Teil dachte, dass es sicher viel Spaß macht. Nun gut. Ah, ich schon wieder falsch. Dann gehen wir jetzt in das Mistpeak-Tal. Und gucken mal. Ah, da gibt's. Das ist die Hauptquest. Söldnerbräuche. Hammer, dass die ganze Map hier so klein ist. Da ist eine Höhle. Da geht's wahrscheinlich raus. Ah. Und da ist auch noch was. Jagdhütte.
Besucht eures neues Zuhause im Mistbeak-Tal? Ja. So, hier machen wir wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.